Hallo ihr Lieben, Weihnachten und ihr bekommt jetzt noch einen Haul von mir. Ich war einmal ungeplant beim Aldi und beim Kaufland war ich. Wisst ihr, warum ich ungeplant beim Aldi war? Ohne Scheiß, ich weiß nicht, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Auf Instagram habe ich live gerade mitgefilmt. Ich bin zum Kaufland gefahren. Es war 10 Uhr, ich bin zum Kaufland gefahren. Und hatte dann auf meinem Einkaufsliste ein paar Sachen noch draufstehen, weil wir feiern ja heute bei meiner Schwägerin Weihnachten alle zusammen mit der Familie. Und jeder bringt was mit. Bei uns gibt es übrigens lecker Schaschlik. Was gibt es denn bei euch Leckeres zu essen? Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Und ich bringe auf jeden Fall einen Brokkolisalat mit, einen Feldsalat, einen Maulwurfkuchen, Cookies, also ein paar Sachen. Und dafür habe ich noch ein paar Sachen gebraucht. Unter anderem ja auch Feldsalat bzw. Rucola-Salat. Und Brokkoli und Bananen für meinen Mauskuchen. Tja, ich komme da, das ist bei uns als allererstes, wenn du da reinfährst, ist Obst- und Gemüseabteilung und ich sehe leere Bananen und ich dachte mir, nee, 10 Uhr, okay, heute ist Weihnachten, okay, der Laden hat nur bis 2 Uhr offen, aber keine Bananen mehr? Ich dachte mir, ey, okay, Lisa, selber schuld, bleib locker, selber schuld, wieso gehst du nicht schon gestern einkaufen? Bananen werden jetzt nicht kaputt gegangen, ne? Rucola und sowas. Eigentlich, ja, frisch noch ein bisschen besser, aber wäre auch nicht eingegangen. Ich hätte auch definitiv schon gestern gehen können, aber gestern war genauso viel los. Deswegen dachte ich mir, ich gehe heute. Gut, weiter. Es gibt auch keinen Feldsalat und keinen Rucola mehr. Habe ich euch auf Instagram gezeigt. Story ist noch online, könnt ihr euch direkt anschauen. Alter, so eine Scheiße. Okay, Wagen einfach an der Ecke stehen lassen. Ich dachte mir, egal jetzt. Ich lasse sie jetzt da stehen. Ich komme vielleicht wahrscheinlich später sowieso wieder, weil ihr wisst, bei Kaufland kann man sehr gute Schnäppchen machen. Was man für Schnäppchen machen kann, zeige ich euch gleich noch. Bin also wieder raus aus dem Kaufland gleich. Total so, oh, wo jetzt hin? Dachte mir Lidl. Da bin ich ins Auto eingestiegen und dann dachte mir, nee, nee, nee. Lidl ist die Schwesterfirma von Kaufland. Da habe ich bestimmt genauso Pech. Die haben wahrscheinlich knapp bestellt und wollen nicht, dass was übrig bleibt. Ich fahre zum Aldi. Richtige Entscheidung, nämlich ich habe bei Aldi alles bekommen und wisst ihr, was bei Aldi mega war? Es war nichts los, es war leer. Ja, deswegen so eine Geschichte, jetzt habt ihr ja ganz lange Geschichte von mir gehört, deswegen war ich beim Aldi. Nur deswegen, sonst hätte ich beim Kaufland alles gekauft, aber beim Kaufland war halt leer. Pff, leer. Und die Hölle war los, es war einfach leer, aber es war die Hölle los. Das könnt ihr nicht verstehen. Und beim Aldi war nichts los. Also das ist schon, ich dachte mir echt, das verkehrte Film. Und das, die zwei Läden, die sind vielleicht 3 Minuten voneinander entfernt. Das ist schon krass. Ja, also mit dem Auto 3 Minuten, ne? Nicht zu Fuß, sondern mit dem Auto. Ja, lass es 5 Minuten sein. Nee, nicht, dass jemand wieder sagt, ich übertreibe, aber es ist echt nicht lang. Beim Aldi kam auf jeden Fall mit Rotztücher. Wir waren jetzt eine ganz lange Zeit erkältet und Nase und läuft immer noch so ein bisschen bei jedem. Deswegen brauchen wir die gerade ständig. 75 Cent hat die jeweils gekostet. Ich gucke mir dann immer die schönsten Packungen. Die fand ich auch so schön. Aber das Grün hat mir auch gefallen. Voll das Verpackungsopfer. Aber ist ja eigentlich eh nur zum Trotzen. Die waren dann noch so auf dem Weg gelegen. Die waren nicht auf meinem Kassenzettel oder so, sondern die waren so auf dem Weg gelegen. Übrigens ist es heute wahrscheinlich alles spielverkehrt von euch, weil ich ja Vlogmas mache und heute ist ja eigentlich der offiziell letzte Tag. Und deswegen lasse ich das Video noch heute hochgehen. Aber wir sind ja eingeladen zum Besuchen. Das kann sein, dass ich unterwegs während der Fahrt noch schneiden muss. Deswegen dachte ich mir, mache das alles auf dem Handy, nicht, dass ich diesen Laptop und sowas noch mitschleppen muss. Genauso. Deswegen ist wahrscheinlich ein paar Sachen so ein bisschen spiegelverkehrt, aber ich glaube, damit könnt ihr jetzt leben. Auf jeden Fall Salettis, ja, 1,29, die waren so auf dem Weg und ich dachte mir, die könnten unserer Amelie ganz gut gefallen. Und wahrscheinlich den Kindern allgemein auch. Das sind halt solche Tierfiguren. Das musste auch mit, weil das war im Angebot für 79 Cent. Ich glaube, das nehme ich heute mit, oder? Weiß ich nicht. Schauen wir mal, ich packe später noch so eine Tüte zusammen, was ich alles mitnehme. Heute ist Weihnachten, da muss man sich immer, der Hintergrund hätte ich auch mal aufräumen können, oder? Da muss man sich auch mal besonders gut gehen lassen. Ich finde, da muss man richtig Deluxe machen hier. Deswegen bringen wir auch ganz viel mit und wird auch ganz viel aufgetischt und Schaschlik und oh, russischer Schaschlik übrigens. Oh, beste. Gurke, 99 Cent. Auch sowas gab es nicht mehr beim Kaufland. Ja. Im Aldi jede Menge. Das ist so krass. Radieschen habe ich mehr oder weniger eigentlich für die Hasen mitgenommen, weil die das obere so gern ist. 39 Cent. Und dann dachte ich mir, ja gut, das untere können wir essen. Das dürfen die Hasen nicht essen, das ist zu scharf für die. Aber die Grün, das Grünzeug mögen die total gerne. Man muss jetzt gerade echt gucken, dass man für die Hasen immer was hat, ne? Ich sollte vielleicht einfach mal in den Läden fragen, ob sie, das ist ja eigentlich ein Abfallprodukt, ob sie mir das nicht immer schenken wollen. Rucola, 88 Cent, gab es auch. Bananen, jede Menge.
Das war so krass. Wenn ihr diese Bilder auf, schaut auf Instagram, Lisa Schnapper heißt ich da. Wenn ihr die Story anschaut, dann denkt ihr euch auch, leer gefegt, was ist denn da heute? Jetzt. Bananen, 1,09 Euro das Kilo. Dattel-Tomaten, auch die brauche ich für meinen Salat oder für unseren Salat dann, 1,89. Oh, wisst ihr, was so ein Emmentaler Stück Käse kostet? Ich dachte, ich fall um. 3,99. Also 400 Gramm für 3,99 ist jetzt keine bombastische Marke, sondern das ist doch einfach nur der Käse. Also da habe ich mich gedacht, oh, aua, das tut weh, ne? So teuer ist es. Brokkoli, der war so ein bisschen klein, deswegen habe ich, hatte ich gedacht, ich hatte zwei, aber, ja, sie sind in der Kauflohntüte mit drin. Zwei Stück, 79 Cent, wahrscheinlich jetzt zu viel, ne? Einer hätte wahrscheinlich gereicht. Aber kennt ihr das, wenn die Augen einfach sich denken, das reicht nicht? Vor allem jeder bringt ja was mit. Es wird viel zu viel sein. Wir werden viel zu viel haben. Aber wir haben ja Feiertage, dann können wir über die Feiertage alles peu à peu aufessen. Dann Äpfel für 1,39. Ich bin nämlich noch überlegen, ob ich den Brokkolisalat mache. Aber ich glaube, ich mache den vom Thermomix das Rezept mit Apfel und so. Richtig lecker. Ich mache nur nicht mit Karotte, mit Paprika, sondern immer mit Karotte. Finde ich besser. Was ist das? Und ein paar Bio-Möhren. Da gab es auch 2 Kilo Möhren für 1,59 oder die Bio-Möhren für 1,49. Ich hatte keinen Bock, ich hatte keinen Wagen dabei, so viel zu schleppen. Deswegen habe ich mich für die Bio-Möhren 1,49 entschieden, weil also teurer im Gegensatz, aber es ist ja wenigstens Bio. Und bei Möhren ist mir nämlich oft auch aufgefallen, wirklich ohne Scheiß, dass die Möhren, wenn Bio draufsteht, besser schmecken, wie wenn nicht Bio draufsteht. Keine Ahnung, was die da vom Ackerland da jetzt anders machen. Bio oder nicht Bio, düngen die da nicht, keine Ahnung, aus ökologischem Anbau. Ich habe mich mit dem Thema noch nicht hundertprozentig beschäftigt, komme aus Linerland auf jeden Fall. Aber ich finde wirklich bei Karotten, bei sonstigen Bio-Produkten merke ich nie einen Unterschied. Bei Gurke merke ich immer, dass die Bio-Sachen immer total schrumpelig sind. Aber sonst bei Karotten geschmacklich auch einen Unterschied. Genau, das war jetzt alles Aldi. Ich glaube, das war alles vom Aldi. Nee, ich habe noch was vom Aldi mitgenommen. Und zwar Eier für 1,99. Aber das war jetzt dann alles vom Aldi. Und da habe ich gezahlt 18,89. So. Und dann war ich beim Kaufland. Da habe ich doppelt ausgegeben. Ich wollte ja nur so ein paar Schnäppchen gucken, ne? Das waren so die Sachen, wo ich gebraucht habe. Aldi war jetzt wirklich alles, was ich gebraucht habe. Außer das stand nicht auf meiner Liste. Und das stand nicht auf meiner Liste. Das sind so zwei Süße. Aber sonst habe ich wirklich alles durchgekauft, was auf meiner Liste stand. Beim Kaufen habe ich eigentlich gar nichts mehr gebraucht. Und da habe ich dann das Doppelte ausgegeben. Hätte ich vielleicht doch lieber nicht Kaufland machen sollen, oder? Was meinte ich? Okay. Naja. Pommes sind im Angebot, wenn du die Kauflandkarte hast. Pommes, wenn ich das falsch sage, kosten sie dann nur noch 77 Cent, habe ich mitgenommen. Deswegen mussten die mit. Sahnesteig, wusste ich nicht mehr, habe ich eins da, habe ich nicht da, für den Maulwurfkuchen. Ich muss die euch jetzt hier auch zeigen. Ich habe die wahrscheinlich auch schon 1 Million Mal jetzt gezeigt. Aber schaut mal, wie cool meine Cookies aussehen. Das sind die, was ich immer das ganze Jahr über mache. Und da habe ich halt mit so einem Aussteckerle Weihnachtscookies draus gemacht. So, ja. Die kommen mit. Und hier ist auch mein Maulwurfkuchen. Der muss aber noch gemacht werden. Da habe ich mir gedacht, ich könnte das eigentlich, wie vor haben wir es, 12.28 Uhr auch in so einem Tannenbaumförmchen machen oder so. Ja, das ist halt schon ein bisschen nervig, gell, wenn man hier floppt und dann kommen die ganze Zeit die WhatsApp-Nachrichten. Kakao, 1,79 hat der gekostet. Fand ich voll teuer irgendwie. Aber ist mir leer gegangen heute beim Backen und dachte ich mir, ich muss den gleich wieder auffüllen, sonst vergesse ich es. Gespenstersuppe, die sind im Angebot für 49 Cent. Da haben wir jetzt keine mehr und die Bella macht die so voll gerne, deswegen dachte ich mir, nehme ich gleich mit. Und noch so ein paar Tierfigurensuppe und Buchstabensuppe habe ich mit. Ein Pottich Lagnese-Eis für 1,49 gerade im Angebot. Leberkäse, 2,79, das kannst du ja so einfach mal. Rama für 99 Cent, vielleicht für den Vorrat, ich habe gleich geschaut, bis zum 5.3.23 haltbar. Dann dachte ich mir, kannst, warum ist denn das so dreckig? Kannst du gleich mal, weil meine Tasche so dreckig ist, oder? Kannst du gleich mal im Vorrat mitnehmen, ne? Für gute 2 Monate haltbar und dafür beim Backen geht es drauf. Das nervt mich doch jetzt. Könnt ihr mal aufhören zu schreiben? Das nervt mich, wenn das da so im Bild hängt. 99 Cent für Bacon. Genau. Ist es bei euch auch so, dass ihr manche WhatsApp-Gruppen auf stumm schaltet? Und dann irgendwann schreiben die Leute dir privat, wieso antwortest du eigentlich nie? Ups, auf stumm.
Ja, aber das nervt. So in solchen Gruppen, auch die Kindergarten, nee, die Elterngruppe, Schulgruppe da. Wie aufhörst du? Ja, welche Hausaufgaben, was ist, musst du? Ja, weiß ich nicht. Ständig ploppt es dann auf. Oh Gott, das hätte ich jetzt nicht öffentlich sagen sollen, wahrscheinlich. Ja, aber ohne Witz. Ja, nervt halt irgendwann. So, weiter geht's. Mein Highlight, mein absolutes Highlight. Das wollte ich mir eigentlich schon mal kaufen und dann haben es mir voll viele zunichte geredet und keine Ahnung. Und jetzt war es einfach im Kauf und für 17,99 im Angebot. Ich wollte es mir, glaube ich, für 30 Euro fast kaufen, 29,99. Und jetzt habe ich es einfach, ist die andere Woche, oder? Nee. Jetzt habe ich es einfach, Gesundheit, Dankeschön, für 17,99 im Kaufland bekommen. Schaut mal. Die haben wir doch auf dem Weihnachtsmarkt, wo wir waren, gegessen. Diese Bubble-Dinger. Das kann ich selber bubbeln. Auf Instagram werdet ihr sehen, ob das wirklich funktioniert. Schau mal, Mädels, was ich gekauft habe. Ein Bubble-Waffeleisen. Aber nicht so nah, Schätze, wie kann man das an? Cool. Ja, können wir machen jetzt in den Feiertagen. Und deswegen habe ich das Eis auch mit. Und dann kann man so ein paar Bubble-Waffeleisen machen und damit so streuseln. Wird bestimmt mega cool. Diese Kränzle waren runtergesetzt. Also, achso, das wollte ich euch auch noch erzählen. Beim Kaufland haben die jetzt nicht sehr viel bis jetzt reduziert. Also ich war um 12. Vielleicht wird es dann später besser, aber bis jetzt. Es war sowieso vor, in Weihnachtsabteilung, habe ich euch auch mitgefilmt, im Kaufland. Es war schon gehende Leere, es war schon fast alles ausverkauft. Also es gab schon fast nichts mehr. Und das, was es noch gab, war jetzt auch nicht so drastisch reduziert. Also es gab fast nichts mehr. 50% für die Dinger, die finde ich manchmal ganz cool. Die machen irgendwie Spaß, die zu essen. Deswegen habe ich die jetzt mitgenommen. 79 Cent für die Dinger, die liebt die Amelie so. 1,19 Euro ist gerade Pringles im Angebot. Deswegen habe ich mal Sour Cream und Classic Paprika mitgenommen. So, das muss mir auch mal zu Hause haben, wenn Besuch da ist oder sowas. Oder vielleicht nehme ich den auch noch mit. Aber ich kann ja nicht so viel mitnehmen. Das müssen wir alles wieder mitnehmen. Das Problem ist, wir nehmen dann so viel mit und dann müssen wir wieder alles wieder zurück mitnehmen. Und das ist eigentlich nur in die Schleppe. Philadelphia, 88 Cent auch gerade im Angebot. Mein geliebter Altmeister. Auch im Angebot für 79 Cent. Früher war er mal immer für 66 Cent im Angebot. Aber wir wollen ja nicht immer von früher reden. Aber ich finde, das ist der beste Essig, den es gibt. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Und, ja so, das war für 30 Cent noch im Angebot, genau, diese Balsenherzen. Da waren aber auch noch viele da. Ja, 30 Cent, dachte ich mir, kann man ja mal machen, ne? Genau, ich habe dieses Jahr auch noch gar nicht gekauft. Ja, und das war's, ihr Lieben. Das war's. Und habe ausgegeben beim Kaufland 38,71. Aber gut. Ich habe das da gekauft. Das habe ich echt gesehen. Für 30 Euro, glaube ich, habe ich es mir fast gekauft. Also bin ich halt richtig gut weggekommen. Kann man sich nicht beschweren. Ich kann es euch immer. Kann ich es euch zeigen? Hier ist das alles. Genau. So, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr Lieben, ich wünsche euch ganz, ganz schöne Weihnachten. Genießt die Zeit mit eurer Familie zu Hause. Ich finde, so Weihnachten ist dann doch nochmal, das ganze Jahr sieht man sich nicht so ungefähr, aber Weihnachten schon. Und irgendwie ist es schon ein sehr besinnliches Fest. Ich hoffe, ihr genießt die Zeit genauso, wie wir sie genießen. Jetzt wollte ich einen guten Rutsch wünschen. Passt irgendwie immer zusammen, ne? Guten Rutsch und Weihnachten. Nein, wir sehen uns noch ein paar Mal. Genau. Genießt einfach die Feiertage. Ich wünsche euch ganz, ganz schöne Weihnachten und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Kostenloses Abo natürlich auch. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir Weihnachten feiern und wie es weitergeht, dann hüpft doch einfach auf Instagram rüber, Lisa Schnapper. Da nehme ich euch bestimmt ein bisschen jetzt mit in der Story. Vor allem jetzt beim Kochen und Backen. Pirti!